Hallo zu einer weiteren Folge vom Bus-Simulator 2018. Heute mal diese Strecke, Hauptbahnhof, Schobergrown, Siegwalden und Oakville. Okay, für den Bus ist da. Maximal 10 Haltestellen. Das sollte man irgendwie hinbekommen, dass man von irgendeinem startet. Ja, bin gelöst. 8 Haltestellen. Fahrer einstellen. Bisschen aufräumen hier, ja, die ganzen Lehrlinge. N. Bei. Oder auch noch ein Profi mit. Auch den Fahrer schon mal zuweisen. Einen Bus kaufen. Taro reicht. Bearbeiten. Alternative Sitze. Werbung. Bus hinzufügen. Und dann einmal die Strecke fahren, damit es auch wirklich aktiv wird. Zufällig die Tageszeit das sollte reichen. Erstmal. Es gibt ja auch gleich wieder ein kleines Event. Weiß ja nie, auch solange der lädt, ist bestimmt wieder Dämmerung. Oder auch Nacht. Bevor wir losfahren, da ist das Radio. Ein bisschen Musik hören bei der Fahrt. Wird ja zumindest mir erlaubt sein. Da kommt es aber gut jetzt. Gesehen. Zum Glück ist bald Sonntag. Einzelstandard. Einmal. Danke. Hier. Hier. Wir haben alle Fahrkarten, weil es nachts ist. Werden ja wahrscheinlich nicht so viele Leute mitfahren wollen. Ampeln, wenn ich komme. Außer die Einheiten, das war eine Ausnahme. Eine andere Musik. Genau, zielen. Ich sehe fast jeden Tag ein UFO. Das ist ein schlechtes Zeichen, vielleicht wollen sie mich holen, aber ich glaube nicht, dass sie mich mitnehmen würden. Grün. Hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Nächster Halt, Arbeitergasse. Eine Fahrkarte. Ich leer der Bus heute. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafwandeln. Furchtbar. Wie gesagt, der Kollege da drüben wird auch nicht viele Fahrgäste haben. Ich habe gestern Shampoo gekauft. Nächster Halt, Flusspromenade.
Schön wäre es allerdings, wenn die Passagiere von dem Bus in meinen Bus einsteigen würden, weil ich eine andere Route fahre. Ich brauche einige Fahrkarten, bitte. Vielleicht bauen sie ja sowas noch ein. Danke. Man weiß ja nie. Was? Ach so, hier. Hier, bitte. Klar. Was? Ach so, hier. Habe ich denn bitte eine rote Ampel überfahren? Tja, gestern sind wir an einer rosa Ampel vorbeigelaufen. Wobei ich ein bisschen zu spät gebremst habe oder was? Wieder gar keine Toleranzzone. Dieses Schlagwort hasse ich. Oh nein, ich habe sie verloren. Hier, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Was war Nummer 1? Ich fand die Ziege am Ende der Leidenschaft etwas daneben. Hupen und Autofahren. Ob ich denn einen Heischel ausgelöst habe? Also, niemals hupen und Autofahren. Oder lenken. Trotzdem verstehe ich nicht gerade, wo ich ich brauche eine Fahrkarte. Heischel ausgelassen habe. So, bin noch da. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Klar. Niemand. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Nächster Halt. Oakville. Zentrum. Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar, ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Datenimperfektion. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Oh nein, ich habe sie vergessen. Fahrer Nummer 2. Schade, dass man die nicht irgendwie rauswerfen kann. Auch wenn es 120 Euro zahlen. Siegwalden, Lachstraße.
neue Bus macht nun echt was her. Hab ich Ihnen schon gezeigt? Hier, bitte. Hab ich... Hier, na klar. Hier, bitte. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? So oft ich Interesse daran habe, die zu zeigen. Die war zweimal als Karin. Siegwald, Endstation. Bitte alle aussteigen. Nächster Halt, Siegwald. Endstation. Bitte alle aussteigen. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Sauber. Sauber. Bushaltestelle ausgelassen. Ich hab doch alles erwischt. Bushaltestelle. Naja, rote Ampel. Bisschen zu spät gebremst. Passiert. So, die letzte Strecke und danach wird der Hafen freigeschaltet. Aber ich denke mal, das machen wir dann in der nächsten Folge. Jedenfalls schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann.